das Rennen war eigentlich wirklich so, wie ich gedacht habe, dass vorne die Engländerinnen werden zusammenarbeiten und alles daran setzen, dass sie auch durchkommen. Leider habe ich dort die zweite Gruppe mit Rachel Klammer verpasst und bin dann gerade kurz hinter ihr und habe dann probiert, mit einer Japanerin und einer Französin zusammen aufzuschliessen. Das hat leider nicht funktioniert und so sind wir dann von der Verfolgergruppe hinten mit der IUE da aufgeholt worden. Ich habe auf dem Velo probiert, sehr, also das Tempo zu machen mit der Gruppe. Mit der IUE zusammen haben wir sehr viel gearbeitet. Und von dem her war es eigentlich so, wie ich gedacht habe, dass ich leider der Spitzengruppe hinterher fahre. Ja, es war wirklich sehr kalt gewesen, aber weil wir ja mit dem Neopren schwimmen konnten, ist es dann doch eigentlich gegangen. Es ist einfach halt im Gesicht und an den Händen und den Füßen, wo man es gemerkt. Aber weil es ja für alle gleich ist, habe ich gedacht, ist es ja nicht so schlimm. Und dass alle die gleichen Bedingungen haben, macht es einem als Athleten auch nicht viel aus. Und im Wettkampf merkt man es dann gar nicht so groß. Ich habe vor allem jetzt gesehen, dass eigentlich alle Disziplinen sich in denen gut trainiert haben im Winter. Im Schwimmen ist der Abstand ist leider noch etwas gross zu den Engländerinnen, aber es ist doch wie aus 6 aus dem Wasser gekommen, das war sicher gut. Dann auf dem Velo habe ich das Gefühl, dass ich eben gut neu mitschaffen in der Gruppe und beim Laufen fällt sicher auch noch etwas gegen ganz vor, aber ich bin sicher auf dem richtigen Weg.